Ich weiß genau, dass es gleich richtig schlimm wird. Oh. Junge! Die Aktion hat mich so gekillt. Oh Gott, ja. Es ist so heiß. Macht sowas nie wieder. Team Bro vs. Team Will, Staffel 3. Es geht hierbei um so viel mehr als nur einen Sieg. Es begann mit einem Ei, welches 7 Tage beschützt werden sollte. Im Winter. Eine Nacht, die alleine auf einer einsamen Insel verbracht werden musste. Und eine Apokalypse, welche nur überlebt werden konnte, indem der Benzinkanister aus dem Wald aufgefunden wurde, um die Reise zum Widerstandscamp zu bestreiten. Alle Herausforderungen wurden gemeistert. Und bei jeder gemeisterten Herausforderung gewinnt das jeweilige Team die einmalige Chance, eine weitere Bedingung festzulegen. Für das große Staffel 3 Finale im Dezember diesen Jahres. Ganz egal, ob diese Bedingung der Ort ist, an dem das Finale stattfindet, ob es Publikum geben wird oder nicht, oder ob alle Beteiligten nackt antreten müssen. Ah nee, warte mal. Nachts antreten müssen! Sollte das Team Bro die heutige Mission schaffen, steht es 2-2. Ausgeglichene Bedingungen für das große Finale. Doch hinter der heutigen Mission geht es weniger um einen Punkt, sondern vielmehr um die Rettung eines gesamten Volkes. Es war einmal Lucifer, der berühmte Wissenschaftler und vor allem König der Sandwiches. Er und sein Partner waren die Definition von Erfolg. Sein Partner war bekannt als der Chemiker, Lucifers linke Hand. Das war ich, Walter White. Doch plötzlich, vor genau 2 Jahren, erschien dieser Crispy Rob auf der Bildfläche mit einem eigenen Sandwich voller Käse, welcher leckerer war als alles jemals zuvor. Plötzlich kaufte keiner mehr Lucifer Sandwiches. Sein Leben ging bergab. Er wurde verrückt und nun will er Crispy Rob vernichten. Ein Gift, das so tödlich sein soll, dass man es nur einmal einatmen muss und 60 Minuten später stirbt. Und verbreiten tut sich das Gas so schnell, dass nach 24 Stunden die gesamte Großstadt infiziert ist. Und der finstere Plan begann mit der Entführung von Crispy Robs wichtigstem Gut, dem Team Bro. Sobald Rob kommen würde, um sie zu retten, will er sie alle vergiften. An diesem Punkt musste ich los. Ich wollte nicht mehr. Als ich mich wehrte, um aus der Sache auszusteigen, griff Lucifer zum Gift und setzte es mir zu. Das ist die letzte Erinnerung, die ich habe. Du suchst dir auch immer den heißesten Tag der Welt aus. Hä? Feste. Hallo Robert! Endlich lernen wir uns kennen. Ich hab nämlich eine Überraschung für dich. Kennst du die zwei? Bro! Ah! Hey, mal oben! Hey, so bleibt der Ruf los! Also, wir werden jetzt ein kleines Spiel spielen. Und zwar hast du 60 Minuten Zeit, uns zu finden. Aber wir werden dir nicht sagen, wo. Und wenn du herausfinden willst, was mit deinen zwei Jungs hier passiert. What the fuck? Junge, ich check grad gar nichts. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich geh erstmal nach Hause. Ja gut, die Jungs sind nicht da, das habe ich jetzt auch gecheckt. Die werden also irgendwo gefangen gehalten. Was mit deinen zwei Jungs hier passiert? Alles klar. Robert, du hast es geschafft. Robert, du musst mir helfen. Was soll ich machen? Ich wurde vergiftet. Das ist nicht lustig. Robert, wir müssen so schnell wie es geht zu meinem Caravan. Der Ort, an dem ich meine größten Werke vollbracht habe. Und der einzige Ort, wo wir das Gegengift herstellen können. Mein Van. Hast du ein Auto? Ja. Ich erkläre dir alles auch. Ups.
Hat dir Lucifer irgendwas gesagt? Lucifer? Ist Lucifer... Hast du irgendwas gesehen? Nein, aber ist Lucifer der Typ, mit dem ich telefoniert habe? Wenn Lucifer ein verrückter Wissenschaftler ist, dann hast du mit Lucifer telefoniert. Okay, ja. Also Lucifer hat mir gesagt, dass er Falco und Philippe vergiftet. Wie viel Zeit haben wir? Eine Stunde. Das... 60 Minuten? Ja. Ich hoffe, du hast ein schnelles Auto. Das habe ich wirklich, Freunde. Das habe ich wirklich. Scheiße! Jetzt bin ich in einem Film gefangen. Der hier? Ja. Du bist ein verdammt, verdammt, verdammt glückliche Sau. Danke. Okay. Robert, glaubst du wirklich, dass wir Zeit haben, die Fenster runterzumachen? Aber Zeit für Cabrio ist immer, oder? Wenn Lucifer die 60 Minuten gesagt hat, habe ich 20. Okay, okay, okay. Wasser? Ja. Lucifer ist mein Geschäftspartner gewesen. Okay. Falls dir irgendwann mal in den letzten Monaten irgendwas komisch vorkam mit deiner Sandwich-Firma, falls irgendwelche unerwarteten Probleme aufgetreten sind, ich kann dir jedes einzelne erklären. Okay. Bist du infiziert? 15. Ich bin vergiftet. Oh nein. Aber es gibt ein Gegenmittel. Deswegen müssen wir zu meinem Caravan, damit wir erstmal mich retten, damit ich mehr von der Scheiße anmischen kann. Für deine Leute. Okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ah. Walter. 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 Sorry. Also. Achtung. Jetzt. Oh. Mit deinem Wagen. Danke, danke. Der ist 22. Wie kannst du ein bisschen Ruhe haben und was mehr so zu essen? Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich habe das Gefühl, dass ich auch dazu die nächste Stunde nicht kommen werde. Sei froh, wenn du in der Lage bleibst zu essen. Deutlich darauf hin, dass dir vielleicht jemand die Kehle durchschnitzen will. Warte. Wo? Hier rein. Hier links. Oh! Soll ich hier fahren? Fahr direkt neben dem Van. Na los. Action. Let's go. Hier rein. Wow! Drop. Du musst mir jetzt genau zuhören. Wir haben einmal das Amphetamin, die mit dem Nitrotol-Salz. Okay. Das Ganze vermischen wir. Das Allerwichtigste ist dieses Extrakt. Ich muss was ausschalten. Wo? Hier in dieses kleine Reagenzglas? Warte, warte, warte. Bevor du irgendwas hast. Zieh es an. Okay. Was los? Sie kommen. Oh, 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 oh. Okay. Hey, Mann! Verdammte Scheiße, bist du es, Mann? Hey! Das ist Scheiße, hey, Mann! Ganz bleib ruhig stehen, Mann! Bleib drauf! Bleib schnell, Mann! Ganz ruhig, Johnny! Ganz ruhig, Mann! Was wollt ihr? Herr Rüber, warte, Mann! Ich will mein Geld, Mann! Verdammt! Und zwar hatte ich total vergessen. Ich schuld den beiden 200 Pfund in Form von Sandwiches. Okay, scheiß auf das Gegengift. Es ist Zeit zu handeln. Ich will mein Geld, verdammte Scheiße, Mann! Rob, nimm das Feuerzeug. Scheiße, Mann, wer ist der nimm Bastard? Feuerzeug, Feuerzeug. Ich hab gehört, du hast macht den besten Stoff hier in der Gegend, Mann. Ganz ruhig, Bruder. Johnny, alles ist gut, Mann. Alles ist gut, Mann. Johnny, ganz ruhig, Mann. Hey! Erzähl mal jetzt, Mann, was ist hier los? Ja, das ist Riesenhaufen. Das ist Feuerzeug. Ja. Was? Setzt euch hin. Wie, wir setzen uns hin, Mann? Robert, zieh das an. £200. £200. Wir haben die £200. Momentan noch nicht da. Aber. Und das. Scheiße, Mann, wir wollen unser Geld, Mann. Was ist das? Ganz ruhig, Johnny. Ich weiß, du willst den Schild. Wie viel habt ihr davon hier, Mann? Das ist viel zu wenig, Mann. Das macht keiner. Gar alles gut, Mann. Alles gut, Johnny. Alles gut, Mann. Bist du bereit zu rennen? Was für Rennen, Mann? Was redest du, Mann? Oh, 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 oh. Alle Fenster zu! Ich
Typ ab. Verreckende Hölle! Mann! Dein Wagen. Wir nehmen ihn nach. Was? Was? Steig ein. Den? Daran erkennst du den Unterschied von dummen Gangstern und guten Gangstern. Dumm lassen ihr Schlüssel im Auto. Alright. Alter, ich check grad gar nichts. Das ist so crazy. Warum ist ein verdammter Rollstuhl drin? Gute Frage. Wir brauchen keinen verdammten Rollstuhl. Hier stinkt es auch so krass nach Kuhscheiße. Das ist ja unglaublich. Boah, heftig. Die größte Qual gerade sind diese Handschuhe bei verdammten 41 Grad. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Auto? Also, no joke, die Motor haben wir auch. Das ist gerade unser kleinstes Problem. Wie viele Minuten haben wir noch? Seitdem wir los sind, eigentlich jetzt noch genau 30. Halt dich fest. Yo. Alter, ist das staubig. Oh, Scheiße. Was war das eigentlich gerade? Richtig. Eine Sekunde dachte ich, wir krepieren gleich alle in diesem Van. Scheiße. Wir müssen zu deinen Jungs. Du hast mit Lucifer geredet? Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Wie sah der Ort aus, in dem er war? Boah, das ist eine gute Frage. Beschreib mir irgendwas. Es war, es war so ein richtig abgefreckter Raum. Okay. Ich weiß genug. Ich weiß, wo wir hin müssen. Okay. Junge, macht sowas nie wieder. Ist es Lucifer? Wahrscheinlich. Das hier ist die Mukuria Uriens. Eine Ruhe, der deren Kostüm den Dopaminspiegel steigen lässt. Aber ihr Pulver ist auch bekannt als Jungspulver. Frankie? Alles okay? Befreit uns hier! Hilfe! Warum ist Mord noch am Leben? Lucifer! Wir sind auf dem Weg zu dir. Wir haben noch 30 Minuten Zeit. Okay, Juckpulver, wir haben 30 Minuten noch Zeit, okay. Wow. Was ist los? Wir müssen zu Fuß weiter. Das wäre auch zu schön gewesen. Unsere Zeit läuft. Warte. Ist irgendwas denn so gar nicht einmal gut? Als ob da jemand die ganze Zeit drin war. Never ever, oder? Wer bist du und was machst du? Ich bin Leroy. Du bist Leroy. Wer bist du? Wer seid ihr? Zu wem gehörst du? Zu niemandem. Die Gangster, die haben mich hier eingesperrt. Alles klar, jetzt bist du frei. Los! Wo ist mein Rollstuhl? Hopp. Wo ist mein Rollstuhl? Was für ein Rollstuhl? Mein Rollstuhl! Du hast ihn weggeworfen. Das ist nicht euer scheiß Ernst. Dafür war der verdammte Rollstuhl also. Ja, dafür war der verdammte Rollstuhl. Na gut. Aber was ist das mit dir? Ey, warte mal. Ich hab Infos. Ich glaube, diesem dahergekrochenen möchte gern Tululu kein Wort. Nice. Hey, ich habe Infos. Ihr bringt mich zum Rollstuhl und dann bekommt ihr die. Die ganze Sache schmeckt mir nicht. Trägst du ihn? Okay. Runter mit dir. Okay, geht das? Ja. Ja? Ja. Hast du mich? Okay, ich hab dich. Okay, perfekt. Alright, ich muss an deinen Hinter, sorry. Auch wenn wir uns gerade mal seit 2 Sekunden kennen. Sorry. Okay. Das gefällt mir. White, wir müssen uns beeilen. Deine Brille. Danke. Let's go. Jetzt hasse ich dich, Simon. Jetzt wird der Prank nicht unangenehm. Scheiße.
bin ich hier reingeraten? Wo bin ich hier reingeraten? Ich setze meine Glatze drauf, dass dieser Kerl nicht sauber ist. Jetzt sollen wir ihn zu seinem Zweitrollstuhl am Waldrand tragen. Er will uns doch verarschen. Kannst du noch? Ich weiß nicht. Nicht mehr lange. Okay, warte hoch. Oh Gott. Ja. Okay. Kannst du mich rückwärts oder drauf lassen? Geh so? Ja. Okay, warte. Easy, easy, easy. Oh. Okay. Und deine achte tolle Info? Halt's auf. Halt so. Und jetzt? Digga, diese Aktion hat mich so gekillt. Ich habe einfach seine Stufe. Leroy ist weg. Das war ein Reinfall. Was jetzt? Jede Wette, dieser Leroy war Lucifers Informant. Warum sonst war er die ganze Autofahrt still? Warum sonst ein zweiter Rollstuhl? Ab jetzt wird uns Lucifer also erwarten. Ich bin am Arsch. Es ist so heiß. Wo sind wir hier? Ich wusste, ich hätte andere Schuhe anziehen sollen. Wow. Wow. Oh nein. Alles gut. Ran. Einbruch! Das ist Säure! Oh, befreit uns! Gib uns! Ist hier raus, Mann! Hey. Hörst du sie? Ja, alles gut? Nein! Wir sind sogar frei! Wir haben dich abgekettet! Da bringen wir uns hier rein. Ich bin bei euch! Wo bist du? Endlich vereint, Freunde! Du hast einen Schlüssel, glaube ich. Du hast doch Spaß. Da unten, siehst du? Das ist geschafft. Du hast deine Freunde gefunden. Ich wünsche viel Spaß beim Befreien. Hä? Und jetzt? So schnell wie möglich befreien, Bruder. Ja. Halt uns hier nicht mehr raus. Müsst ihr aufs Klo? Okay. War klar. Okay. Crazy, hier ist sogar ein einfachen Gitter. Was ist das für ein verrückter Raum, Freunde? Das ist alles zu krank. Ich check auch real einfach gar nichts mehr. Ein Anruf. Wer ruft jetzt an? Chemiker, Simon, Walter. Hallo? Okay, Rob. Yeah. Hör mir genau zu. Ich habe euch eingesperrt, damit du es verglaubt, ich bin noch auf seiner Seite. Aber ich habe euch den Schlüssel im Raum gelassen. Findet ihn. Dann musst du die Fesseln der Jungs lösen. Hinweis dazu findest du, sobald du aus dem Raum rausgehst. Hast du mich verstanden? Ja. Und der wichtigste Punkt. Du musst die Bombe entschärfen. Siehst du die Bombe über den Jungs? Ja. Das ist das Gericht. Sobald es sich verbreitet, hat dein Team noch 60 Minuten, um zu leben. Und in weniger als 24 Stunden wird die gesamte Stadt damit infiziert sein. Also entschärf die Bombe und rette die Stadt. Ist das eine echte Bombe? Du siehst den Timer in der Mitte. Sobald der Timer bei Null ist, geht das Schloss auf, das Gewicht fällt nach unten und die Bomben werden gezündet. Alles klar. Okay. Dann sollte ich mich beeilen. Solltest du das Ganze nicht schaffen, Rob, und alle Menschen wegen dir sterben, bist du auch der Verlierer dieser Tappe. Team Rob ist Team Will. Das war mir jetzt auch schon klar. Mach's gut, Rob. Mach's gut, Bro.